Willkommen zu einer neuen Runde Skywars auf dem GOMHD.net Server. Wir werden wahrscheinlich aufs Übelste kassieren, weil es ist fucking Skywars. Da gibt's die, die kassieren und die, die spielen, als wäre es irgendwie deren fucking Leben. Problematischerweise gehöre ich zu ersteren. Problematischerweise gehört er auch zu ersteren. Ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal ein neues Video. Ja, es war jetzt sehr... Wie nennen wir das jetzt? Es war jetzt sehr unexpected, dass ich ein neues Video mache. Weil, I mean, wenn ihr gerade mal ein neues Video seht, dann könnt ihr nicht damit rechnen, dass ich es gemacht habe. Ja, da haben sie recht. Also, das wäre jetzt zumindest meine Interpretation der Dinge. No Wire. Richtig. Aber wir kommen gerade wieder mal so ein bisschen vom Thema ab. Denn die Frage, die ich mir hier natürlich stellen muss, ist, warum hat der Typ so viel besseres Equip als ich? Och meine Fresse, das ist diese komische SG-Map. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, die zu machen. Auf jeden Fall sehr nice Map, Kappa. Ja, Digga, er gibt mir halt direkt erstmal mittendrin den Air-Hit. Ah, nee, Bro. Eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf diesen Typen. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. In der nächsten Runde zumindest. So, die wichtige Frage des Lebens ist, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ey, Bro, der hat so ein Equip und muss trotzdem noch auf Hurensohn-Basis spielen. Ach, komm. Also, jetzt mal ernsthaft zur wirklich wichtigen Frage des Lebens. Warum folgt ihr mir noch nicht auf Twitch? Und auf Twitter und auf Instagram und auf YouTube. Das sind jetzt die Fragen des Lebens, ne? Die ihr euch jetzt mal stellen solltet. Also folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und so. Und natürlich auch auf YouTube, wenn ihr das noch nicht tut. Ganz wichtig, Hayden hat ein neues Video hochgeladen. Und schreibt ihm mal in die Kommentare, also schaut euch das Video natürlich an, aber schreibt ihm mal in erster Linie bei 1.21, dass es Sony Vegas nicht für macOS gibt, in die Kommentare. Weil ich kann versuchen dran zu denken, euch einzublenden, was er da geschnitten hat. Ja, und das ist halt einfach ein relativ großes Problem. Also falls ich es jetzt nicht geschnitten habe, dann schaut euch das Video einfach an. Das solltet ihr sowieso tun. Ist echt lustig geworden. Und dann achtet einfach mal drauf. Und wenn ich es euch einblende, dann schaut euch das Video trotzdem an und achtet trotzdem drauf. Weil man kann ja nicht erwarten, dass ich euch jetzt alles zeige, was ich euch zeigen will. Da wäre ich ja morgen noch beschäftigt. Basierend darauf, dass ich davon ausgehe, dass ich morgen immer noch an dem Video sitzen werde. So schnitttechnisch. Ja, aber trotzdem nein. So nach dem Motto eigentlich. Ja, komm ran, Bro. Fuck. Ich habe Fire Resistance Trank und ich trinke den nie. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr das so ein bisschen relaten könnt. Ich denke mir immer so, wenn ich den jetzt straight away am Anfang trinke, dann habe ich den nicht mehr, wenn ich ihn actually brauche. Und dann vergesse ich ihn zu trinken. Bye, have a great time. Tschüssi. Bruh. Verarschst du mich hier gerade? Wie hart kann man denn bitte reinlacken? Der hätte unten sein müssen. Ich habe eine Idee, was man jetzt... So, ich habe einen kleinen Lösungsansatz. Sagen wir mal so. Ich habe nie behauptet, dass mein Lösungsansatz funktionieren würde, aber trotzdem hat er's. Seht ihr, so holt man sich die Frags in Skywars. Okay, also wir haben einen da oben und einen, der da chillt. Und der Typ will mich jetzt pushen. Kritisch. Er kriegt halt keine guten Hits auf mich. Yo, Bro, 7 Herzen, ich sag's dir gestern. Hier sehen sie einen Typ, der wie ein absoluter Hurensohn spielt, gegen einen Typ, der wahrscheinlich genauso Hurensohn-mäßig spielt. Ganz kurz, wir brauchen Black Bars und irgendwelche weirden Effekte. Viel besser. Ach so, und spannende Musik. Wer wird gewinnen? Ich weiß es nicht. Thank you.
Nee, Digga, das war gerade kein Teaming. Das war gerade absolut kein Teaming. Das war natürlich taktisches Spielen von dem Dude. Also jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht. Im Leben wird auf dem Gommes-Server sowas nicht für Teaming gebannt. Bye, have a great time. Aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht hat man einen Mod, der gerade scheiße drauf ist und dann sieht er das und dann ist er noch beschissener drauf und dann bannt er die einfach mal auf entspannt. Generell muss ich sagen, sind die Auslegungen, was Teaming ist und was kein Teaming ist, auf Gomme unglaublich weird. Da hatten wir schon ein paar Probleme mit. Die waren nur ein paar Mal kurz davon, Mods zu beleidigen. Also das Übliche halt, ne? Ciao. Komm Leute, letzte Runde. Ich würde sagen, jetzt wäre ein Win noch sexy und dann hätten wir es im Grunde genommen schon. Also natürlich nur, falls ihr mich abonniert habt jetzt inzwischen. Sonst haben wir es noch nicht. Ach komm, da will man einmal irgendwas kaputt machen hier. Ja, komm, piss dich. Er hat sich jetzt wirklich da weggepearlt. Loser. And we say bye bye. Du spielst Pyro, richtig. Und du schaffst es nicht, mich zu backsteppen? Komm, die Runde will ich jetzt gewinnen. Dann bin ich zufrieden. Ey, der Typ hat halt fucking voll Gear und ich habe nicht mal 7 Armor. Ich hab grad mal 7 Armor Bars. Sehen, da hinter mir kommt jetzt. Oh, ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass er mich schon in der Zeit umgepusht hat. So, das wird jetzt mein letzter Fight, wenn ich raten dürfte. Oh, warte, er haut ab, weil ich mich einmal geheilt habe. Komm, Guys, so wollen wir doch hier nicht spielen. Der Typ will abstauben. Ich sehe es. Ich habe den Typen schon im Augenwinkel gesehen. Ach komm schon. So Leute hasse ich wie die Pest. Ah, Digga. Ich habe halt auch noch den Kill für ihn bekommen. Ja, also keine Ahnung. Der Typ hat wie ein Hurensohn gespielt. Absolut low. GG für die Coins schreiben, Digga. Jede Wette, wenn es dafür keine fucking 30 Coins geben würde, die nix wert sind, würde niemand GG schreiben. Jede Wette. So, Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn der Typ in der letzten Runde jetzt absolut retarded gespielt hat, als wäre irgendwie, was weiß ich, als wäre es jetzt irgendwie sein fucking Life. Aber das war schon immer so in Skywars, also was wundern wir uns? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Schreibt mal, ob ihr auch immer so Leute in Skywars reinbekommt, die dir schreiben, dass du ein Loser bist. Digga, keine Ahnung, Skywars ist mir viel zu toxic geworden, ne, for real. Und wenn ich auf mein Mikro sehe, habe ich irgendwelche absolut retardeten Peaks. Das könnte lustig werden zu schneiden. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir auch auf Twitch und aktiviert auf beiden Plattformen die Glocken, um keinen Content mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf Twitter und auf Instagram. Gibt's immer ein paar so bisschen Stuff aus meinem Real Life. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao.